Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und damit Teil 5 dieser tollen Serie. Hallo Tomate. Hallo Artischocke, hallo junges Gemüse, genau. Wir sind jetzt im Endspurt dieser Serie und wir haben die Folge Leave Your Comfort Zone vor uns. Viel Spaß. Oh, warte mal, geht das hier? Ich mache mal. So, jetzt sollte es Jetzt laufen. läuft's. Liebste Toni. Oh Gott. Du bist so eine umwerfende Mutter und so eine tolle Freundin. Wie du das alles managst, das ist wirklich, das ist beeindruckend. Ja, also wir haben ein bisschen gebrainstormt und dann haben wir entschieden, ein bisschen Geld zu sammeln. Für Millie und für dich. 9000 Euro. Eieieiei. Das ist jetzt richtig lustig irgendwie. Also die meint's ja gut. Wisst ihr, kommt wieder falsch an, ja. Geben jetzt Geld, aber ja, kommt halt völlig falsch an. Weil jetzt ist klar, was sie jetzt sagen wird. Naja, ich meine nur, dass ich jetzt auf OnlyFans bin. Das ist doch nicht schlimm, das ist doch ein Beruf wie jeder andere auch. Weil die werden ihr deswegen das Geld geben, ne? Dass sie sich halt nicht online präsentieren muss. Aber es ist nun mal nicht das gleiche wie jeder andere Beruf. Alter, jeder hat fast 1000 Euro gegeben. Krass. Ja, das ist schon enorm. Also siehst du mal, er hat gute siehst du mal, Freunde, wie ne? Eigentlich richtig gute Freunde, ja, dass die halt die aus so einer Scheiße rausziehen wollen. Also, und da siehst du auch mal, wie komisch die das finden. Das, also, ein normaler Mensch findet es halt nämlich nicht normal, sag Ja, ich mal, genau. dass jemand sich online prostituiert und irgendwelche halt nackten Bilder von sich reinstellt. Ja, das, damit du diese Watch-Me-Sache nicht mehr machen musst. Also, danke, aber... Also, ihr müsst euch um mich wirklich keine Sorgen machen. Ich mache das mit Watch, mir nicht das Zwang. Kannst du es ruhig annehmen, wirklich? Wir vermissen es nicht. Es soll ja auch in erster Linie eine Stütze sein, damit du einigermaßen wieder auf die Füße kommst. Jetzt tut ihr so, als wären die zurechnungsfähig. Also, kommt das mit Holger? Toni, wir sind nicht deine Feinde, ehrlich. Aber du musst mal aufwachen. Diese ganze Watch-Me-Sache, das ist ein Riesenirrtum. Toni, du musst doch auch mal an Milan denken, wenn er dich später auf irgendwelchen Porno-Webseiten findet. So, jetzt reicht's! Schulegebiet, aber ihr glaubt wirklich. Und ja, genau das ist das Ding, ne? Also. Genau das ist es, ja. Wenn das Kind. Also fürs Kind ist es das Allerschlimmste. Also stell dir mal vor, du bist ein Kind und deine Mutter macht so eine Scheiße. Prostituiert sich im Internet. Ja, stell dir vor, deine Klassenkameraden finden das genau. später raus. Die finden das raus war's und doch die. Das war für dich an der Schule. Das war's für dich an jeder Schule, ja, ja. Also, die, ich meine, und das Internet vergisst nie. Das wird dann rumgereicht in irgendwelchen Chats und ja, du bist dann der letzte Lauf für immer. Ja, gut, kannst du okay, die ganze Zeit zurück. Diese Rufe anhören hier? Oh, die war ja hübsch damals. Also. Ja, ich habe deine Mutter nackt gesehen. Es war kostenlos. Es war nämlich in der ZIP-Datei. Mein Vater hat damals 10 Dollar gespendet. Ja. So, jetzt reicht's. Schulegebiet, aber ihr glaubt wirklich, eure Kinder haben Lust, täglich in euren Social-Media-Videos aufzutauchen? Ja? Knusper-Kasper. Das schmeckt uns, oder? Knusper-Kasper am Arsch! Euer Scheißheiligkeit geht mir so auf die Nerven! Ach, das sind tatsächlich auch alles Influencer, in Anführungsstrichen, hier? Ja, vielleicht nicht alle, aber zumindest die eine Asiatin ja auf jeden Fall. Das war ja in der ersten Folge, da erinnere ich mich noch. Ja, hatte die ja das nämlich war genau ihren, so knirsch. Genau, da hatte die ja nämlich ihren Sohn da gefilmt und der irgendeine Scheiße essen musste. Wie krass gut die Statisten hier links das gespielt haben, ne? Also, schau dir das mal kurz an. Also, das kannst du gucken. Ja. Für 10 Euro kann man das mal machen. Ja. Kann jetzt nicht richtig sitzen, oder was? Wie geht's dir? Tut sie noch weh? Deine Scham? Ich hatte nie Scham. Fühlt es sich doch komisch an in deinem. Wer ist das? Anastasia. Eine ganz aparte, furchtlose Frau. Sie hat schöne Haare. Und er? Bitte. Er hatte eine Affäre mit Bruno. Kann aber seine Gefühle nicht aushalten. Aber er ist so ein Schöner. Sieht irgendwie evil aus. Voll Marlon Brando-mäßig. Also als er jünger war. Salah!
Sonst wirst du nie meine Serien mitschauen. Was ist los? Hast du Angst, das Ergebnis zu sehen? Sollen wir zusammen... Wow, Oma, Bär! Sag mal, sie ist die Oma? Sag ja, mal, sie ist die Mutter, oder? Ja, ja, dachte ich auch die ersten Folgen lang, aber sie hatte schon die letzte Folge gesagt, das ist die Oma. Gibt doch vom Alter keinen Sinn, oder? Nicht so wirklich, ja, ich mach nochmal zurück, dass wir uns die mal anschauen, die beiden Frauen. Nee, naja, gut, ich meine, vielleicht hat sie ja sehr jung die Mutter bekommen und die Mutter dann auch sehr jung. Also ist vielleicht in einem gewissen Klientel vielleicht nicht so unüblich, ohne das jetzt weiter verdienen zu wollen. Oh Gott. Wo ist die Mutter dann? Ja, gut, keine Ahnung. Die ist im Flieger gewesen. Ich weiß es nicht. was wollte ich sagen? Ach so, ja, warte mal. So, vor allem, hast du Angst, das Ergebnis zu sehen? Sollen wir uns das zusammen gucken? Willst du mir sagen, er hat jetzt beim Pinkeln sich nie untenrum angeschaut, jetzt die ganze Zeit, nachdem diese OP vorbei war? Glaube ich also, auch nicht, genau. Also wie so, ich, na gut, oder ich weiß jetzt noch Frau. Der Verband rum, irgendwie? Naja, aber die muss doch auf Toilette gehen. Ja, vielleicht ist da so ein Ausgang gelegt worden, ich weiß es doch auch nicht. Ja, das okay. Ist ja angeblich ein minimalinvasiver Eingriff, also... Hast du nichts dabei? Ich bin ein Fan. Müssen wir jetzt wieder drüber quatschen, weil gerade die Mucke läuft? Vielleicht bedingt, wir machen eh mal Pause. Ich wollte einfach eh kommentieren, wie dumm ich die Szene finde. Also, naja, gut. Ich weiß nicht. Einfach weil. Ach, keine Ahnung. Was soll denn die ganze Serie hier? Ich verstehe das nicht. Der Handlungsstrang hat gar nichts mehr mit OnlyFans zu tun. Möchtest du mich lieben, musst du nur das? Ja, ich mache nochmal Pause. Wir machen vielleicht was ja, geben, die knutschen eh nur rum wegen der Musik halt. So, warte, jetzt kommen hier ein paar Leute rein. Schon halb bei das ist ein echt gutes Sandwich. Danke. Und selbst Psychologe nicht klappt, wenn ich koche. Jetzt mit dem Abi nicht klappt, wenn ich den Kellner. Aber mach dir mal nicht so viel Stress. Wird schon. Naja, mit der verkackten Bioprüfung ist der Druck schon ganz schön hoch. Stress mich langsam schon echt. So, als kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren. Aber wenn dir der Stress irgendwie zu viel ist, zu Hause und dich das zu doll vom Abi ablenken, kannst du auch für die Zeit bei mir unterkommen, wenn du willst. Ich denke, da haben wir doch ein gutes Ergebnis erreicht. Was denken Sie? Jetzt kommt. Können Sie bitte kurz rausgehen? Ja, los. Hermann, du gehst in die Tagulasch. Hey, die hat jetzt in den Spiegel reingeguckt und ist jetzt völlig entsetzt, oder was? Nicht, es ist nicht eindeutig, ne? Aber es ist auch eigentlich egal, weil, sind wir mal ehrlich, sie hat ja nur das. Oder halt Bürgergeld, aber ja, sie kann doch anscheinend sonst gar nichts. Also sie muss das Schiff jetzt weiter segeln, komm mal, was da wolle. Ja, aber gut, die Serie will uns ja wahrscheinlich vermitteln, dass die gar nicht mal so doof ist, ne? Weil die hatte doch in der ersten Folge, hatte die sich sogar als irgendwie Aktivistin vorgestellt, so als Sexaktivistin. Ja, war die komm, in so wir wissen doch alle, dass das solche Schmuckbegriffe sind mit inhaltslosen. Ja, es ist einfach nur eine Cybernutte. Ja. Hol dir Birgi, das würde ich empfehlen. Dann brauchst du dir auch eine untenrum was wegschnippeln lassen.
So, gucken, ob da das drin ist, von dem ich dachte, dass es kommt. Der neue XL-Deal, du. Yes. Richtig gut. Ah, das ist das Beste. Ein iPlug mit Vibration. Das Krasseste, ich kann ihn per App fernsteuern. Cool. Guck, das da. Macht den Solo-Content bestimmt noch geiler. Nee, der ist für uns zwei. Sorry, wir müssen ja mal ins Machen kommen. Pause war jetzt echt lang genug. Mit einer Abmachung. Ich hätte auch ein enges Geduld mit dir. Aber das Abi dauert einfach noch zu lange. Unsere Followerzahlen sinken rapide. Unser Kontostand auch. Soll ich machen? Willkommen in der Welt der Online-Prostitution. So, endlich kommt mal wenigstens wieder dieses Thema OnlyFans zu sprechen. Ja. Und vorbei. So, was geht denn jetzt ab? Ach Gott, sie zeigt es ihrer Managerin da. Ah, okay. Noch nicht ganz. Halt mal still, halt mal still, halt mal still. Wo, aber wo denn? So jetzt oder? Da, so, halt so still. Hier. Wow. 18,36 Euro übrigens. Wow. Richtig super geworden. Hey. Hey, dein Equipment, Schatz. Damit können wir den Markt jetzt ganz anders bespielen. Okay, warum bin hier nur ich happy? Naja, ich. Ich weiß nicht, ob ich die neue Vulva gleich schon so zeigen will. So, also ich kann die auch erstmal nur für mich haben, weißt du? Du hast jetzt kalte Füße, ne? Ist ja auch okay. Aber da jetzt nichts drauf machen, das wäre auch nicht sehr smart. Aber ehrlich, du kannst dich da aber auch null reinversetzen, oder? Die Unterspritzung allein letzten Monat, Bankknochenlifting, der Brazilian Buttlift, nicht reinversetzen. Ich schlag vor. Also die hat ein Buttlifting machen lassen, die Chefin bei sich. So habe ich das jetzt verstanden. Ja. Und andere Sachen. Ah, überhaupt, vor allem, du kannst dich nicht reinversetzen. Du bist eine verdammte Nutte, das ist dein Job. Das ist wirklich diese Scharade, die hier das ZDF aufrechterhalten will, irgendwie, das OnlyFans. Naja, das ist eben nicht ganz wie Prostitution sei, weißt du? Dass man da noch irgendwelche Grenzen zieht. Scheiß tust du. Ne, wenn du für 100 Euro, ne, wenn du für 100 Euro erstmal Bilder, ne, nimm mal für 5 Euro Bilder von deinen Genitalien reinstellst und dann für 100 Euro irgendwelchen Leuten Sprachnachrichten schickst, dass ihr Penis zu klein sei oder sowas. Das war in der vorigen Folge. Zumal ja der Geist schon aus der Flasche ist hier, ne? Also in der einen Folge wurde doch gesagt, du hast so ein Plateau erreicht, du machst keine Fortschritte. Ja, wir müssen jetzt aufs nächste Level gehen. Naja, genau, das nächste Level ist halt alles. Stimmt, genau, stimmt. Und deswegen hat die sich ja dann unten rumgezeigt, genau. Und dann ging das Ganze los jetzt hier mit dem Genitalgulasch. Ja. Und ihre Follower haben jetzt dieses Wir warten-Meme mehr oder weniger auf den Lippen, ne? Ja, ja. Die wollen was sehen. Das lernen, ja. Ich will nicht leisten. Ja, und safe. Ich liebe einfach diese Mozentri-Ästhetik. Ich fände es lustig, wenn derselbe Typ von letztens wieder hinter den siehst. Ja, genau. Das wäre geil. Sorry, es passt zu allem, wenn wir da mal zusammenziehen. Wir müssen ja jetzt auch nicht gleich. Ich meine. Das ist ja auch egal. Warte mal, ist ja lustig, kurz. Da kriselt es ja auch schon, bevor es losgegangen ist, irgendwie, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Er wollte bei ihm einziehen. Jetzt hier bei dem jungen Typen. Der Blondschopf hatte ihn ja angeboten, dass er mal kurz unterkommen kann. Ach so, und er hat das halt zusammenziehen interpretiert. Okay, er geht gleich die nächste Stufe. Er will halt weg von dem alten Typen da, aber... Naja, ist klar, ist logisch. Ja, ganz okay. Glücklich sieht er auch nicht aus. Nee. Was machst du denn für ein Style? Was ist denn los, Maus? Was ist, wenn die mich wieder nicht mitspielen lassen beim Tischtennis, das Mama? Wer lässt dich denn nicht mitspielen? Na, alle, die sagen, dass du so Sachen machst.
Jetzt kommt der beste Handlungsstrang, jawohl. Es ist ja nicht so, als hätten wir das vorher gesehen. Kind muss nämlich fucking drunter leiden, dass die Mutter sich prostituiert und alle es sehen können. Und wie schnell das ging, Junge, Junge. Ja, wobei die Mütter, die anderen Mütter werden das wohl erzählt haben, die gerade im Bild zu sehen waren. Willi, was sagen die? Geht um Philipp aus, oder? Nein, der ist als einziger nett zu mir. Dann komm mal, ich krieg einen roten Punkt. Oh, ist das ein Lastenfahrer? Ja, die Serie muss in Berlin spielen. Ja, und dahinter auch schön besprüht. Ich bin abgefuckt, ja. Ob sie das jetzt, naja, was heißt schön abgefuckt? Ich finde es für Berlin sogar sehr sauber. Ja, das stimmt. Hast sogar recht, ja. Schmeißt sie das Lastenfahrrad um? Ich wollte noch irgendwas finden für einen Entertainment-Faktor. Ja, das ist schief gegangen. Ich gebe es dazu. Aber den Dildo-Party schmeißen ist okay, ja? Was hat sie gesagt? Was ist zu schmeißen? Ne Babyparty oder nochmal, warte. Aber eine Deno-Party schmeißen ist okay, ja? Eine Deno-Party? Dene? Keine Ahnung. Blöden Pott? Ich hab's nicht. Ne, es geht um Party. Irgendwas mit Party. Naja, scheiße. Oh, wird das dramatisch jetzt, diese Serie. Just Huli, meine echte Vulva. Okay, einer mit ins Internet. Los, dann ist es fertig. Was hast du zu verlieren? Du hast doch eh schon alles gezeigt. Jetzt geht's ans Schäkel abstauben. Mach los. Ich bin überall. Ist bald da? Nur wie immer. Wieso ist der eigentlich immer so atemlos? Rafft das nicht. Ja, so übelst Rainer Winkler-mäßig, ne? Er wongelt mal 10 Schritte hier rum und dann ist er übelst am Schnaufen. Das könnte seine produktivste Session werden seit langem, ne? Ja, wahrscheinlich, weil ihn Kinder mal ablenken. Na, das bleibt Wunschding. Scheiße. Ich bin der Macker jetzt, der Ältere. Das ist manchmal in der Bib aufschlagen, weil. Ja, es ist gerade irgendwie so ein bisschen viel mit Watchmen und Studium. Und, ich überlege auch, vielleicht abzubrechen und mich erstmal nur auf Watchmen zu konzentrieren. Ja, keine Ahnung. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, ja? Und jetzt erstmal gutes Lernen. Warte mal. Ach so, stimmt, jetzt habe ich das gerafft. Ja, dieser junge blonde Typ, der war ja auch bei Watchmen. Genau, stimmt, die genau. Haben doch zusammen sogar so ein Dreierfilmchen gedreht. Ah, das hatte ich schon wieder vergessen, weil es so lange her war. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ah, alles klar. Na, da kann er sich ja auch auf seine Watch-Migräne fokussieren. Ja, genau. Ich meine, das ist ja ganz toll. Endlich mit dem App-gesteuerten Anal-Buttplug in der Bib rumsitzen. Ja, genau. Das könnte schön für ausgehen. Videos. Ja. Oh Gott. Ja, wobei, ich weiß nicht, ich bin ja immer sehr kritisch jetzt. Vielleicht hebe ich mir auch das, was ich gerade sagen will, für die letzte Folge auf. Aber das Ding ist ja, auf der einen Seite ist schon krass, dass wir überhaupt hier so eine ZDF-Serie kriegen. Ja, unbedingt. Also. Aber bei dem Typ, also finde ich ja zum Beispiel irgendwie gut, dass gezeigt wird, dass das alles scheiße ist. Mit dem Wort. Ja. Wollten wir mal Vorhersagen machen für die letzte Folge? Es ist ja jetzt alles noch sehr, sehr im Unklaren, ne? Also ja, ich denke, die Schwarze wird sich mit ihrer neuen Rolle sozusagen anfreunden, weil sie es muss. Ja, ich denke, die macht nochmal so einen übelsten Monolog, so einen Aktivisten-Feminismus-Monolog irgendwie und meine wahre Vulva und hast du denn gesehen? Also, dass sie das nicht zeigt. Okay, das,
Und dann hier Mandroschka-mäßig kommt dann das ZDF-Team in der Serie und dreht eine Reportage über sie, wie sie da ausgenutzt wird. Das vielleicht nicht. So, und der Typ, ich denke, der schwule Typ hier, der wird halt aussteigen aus dem ganzen OnlyFans-Ding komplett. Du meinst, er ist dann in so einem 100-Seelen-Dorf irgendwie am Ende? Und versucht, sein Abi nachzuholen? Vielleicht, also, das, ja. Das war bei Kinder vom Bahnhof Zoo war das ja das Ende, ne? Dass sie dann in so eine Kleinstadt geflüchtet ist. Ach so, okay. Mhm. Naja, aber ich meine, dass er halt den Freund verlässt und irgendwo anders hinzieht. Ja. Also irgendwas würde er doch finden. Ich meine, Birgi regelt. Und unsere Hauptcharakterfrau, da bin ich mir echt unsicher. Das ist nämlich das Ding, also aber irgendwie würde ich da auch erwarten, weil ganz ehrlich, das ZDF hat nicht die Eier, um das Thema Sexarbeit jetzt hier in Dreck zu ziehen, also um zu sagen, Sexarbeit ist schlecht per se, weißt du? Also ja, dafür hat das ZDF nicht die Eier. Also deswegen würde ich sagen, bei der Schneewittchen, bei der Origin Cybernutte, das ist da irgendwie, dass die das auch für sich vielleicht handeln kann. Glaubst oder du, Holger kommt zurück? Holger, wer ist denn Holger nochmal? Ne, ihr Stalker da. Ach Gott, ja. Oder ihr weißer Ritter dann. vielleicht. Mal sehen. Gut, jetzt haben wir schon ganz schön viel gequatscht über die letzte Folge. Ich würde sagen, Leute, wir machen die einfach als nächstes. Ja, auf jeden Fall. Aber was denkt ihr, wie gehen die drei Handlungsstränge raus? Ne? Schreibt es in die Kommentare. Ihr kennt's. Genau. Und dann bis gleich. Tschüss.